Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Oh, das war eine dolle Debatte und ein doller Debattenbeitrag, Herr Renz, weil ich denke, es geht gerade bei der guten... Oh, was? Das Mikro ist an, ne? Dann hört ihr mich. Nee, dann ist ja gut. Ich dachte, das würde jetzt nicht klappen. Aber ich denke, gerade wenn man sich für gute Arbeit im Land Mecklenburg-Vorpommern einsetzt, sollte es eben nicht nur darum gehen, die Wirtschaft ins Auge zu nehmen. Einer der größten Arbeitgeber ist beispielsweise der soziale Arbeitsmarkt. Der kommt mir bislang viel zu kurz. Und ich denke, hier sind viele Dinge genannt worden. Und ich halte diese Debatte, also du warst jetzt von dann und dann bis dann und dann der Minister und da hat das nicht geklappt. Und ich habe das jetzt aber besser gemacht, finde ich einfach ein bisschen so nach... Also wir sind hier nicht im Kindergarten, ich bin nicht die Erzieherin und ich denke, gerade wenn wir über die... Und wenn ich gerade das Beispiel Erzieherin nehme und die Ausbildung der Erzieherinnen und das... Was wir, wo wir uns jetzt gerade hinbewegen, nämlich in den Fachkräftemangel, ist eben etwas, wo es nicht darum geht, hier zu diskutieren, wer hat wann, was, zu welcher Zeit, aus welchem Grund gemacht, sondern zu gucken, wie es vorwärts geht. Von daher denke ich, dass diese Aussprache sehr wichtig ist und ich denke, wir sollten uns einzelne Punkte ganz in Ruhe angucken. Das eine ist die Ausbildungsqualität und auch die Zugänge zur Ausbildung. Da wurde in den vergangenen Jahren eine ganz starke Zentralisierung vorgenommen, wie in anderen Bereichen auch. Und ich denke, dass das ein falsches Signal ist. Wir müssen hier uns einstellen auf eine andere Industriegesellschaft. Haben wir noch vor Jahren halt in der Wirtschaft viele Ingenieure und so etwas gebraucht, brauchen wir perspektivisch mehr Menschen in der Dienstleistung. Herr Holter, Herr Schulte und ich waren ja gerade gestern bei der Podiumsdiskussion zur Kreativwirtschaft und dort ist eins deutlich geworden, dass es eben ganz wichtig ist, gerade in die regionalen Kreisläufe, zu investieren. Ich würde ganz gerne hier vorne reden. Und dass es gerade ein Bereich ist, in dem viele Frauen tätig sind. Das, was aber gestern deutlich wurde. Und da, Herr Ministerpräsident, widerspreche ich, ist es eben für viele schwierig, überhaupt ein Existenzeinkommen zu erwirtschaften. Weil darum geht es doch. Wir diskutieren doch jetzt nicht mehr nur um den Mindestlohn. Gute Arbeit muss gut bezahlt werden. Ich weiß nicht, wie oft wir hier Anträge gestellt haben. Entgeltgleichheit, Wiedervereinbarkeit von Familie und Beruf, Flexibilisierung, aber eben nicht nur der Arbeit, sondern auch der Infrastruktur. Und das ist das, was mir hier heute viel zu kurz kommt. Gute Arbeit ist für alle erst möglich, wenn die Infrastruktur funktioniert, wenn eben auch die Kita und die Schule vor Ort sind. Aber was heißt dann Gleichstellungspolitik? Dann kann ich ja mein Lieblingsthema mal nehmen. Wie arbeiten wir denn derzeitig in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, ich denke, das ist auch manchmal notwendig. Ja, natürlich haben wir die Diskussion von Teilzeit zurück in Vollzeit. Aber wir müssen eben auch den Frauen, die in Teilzeit angefangen haben, die Möglichkeit geben, perspektivisch wieder in Vollzeit zu kommen. Gestern Abend am Rande der Podiumsdiskussion habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die eben immer wieder befristet ist. Das ist nicht langweilig, sondern das ist die Realität vieler Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Insbesondere derer, die 1990 ihre Arbeit verloren haben, weil hier die Betriebe zugemacht haben. Die hatten damals einen guten Beruf, Herr Müller. Der ist aber heute nichts mehr wert. Die haben 20 Jahre gearbeitet. Der Beruf ist heute nichts mehr wert. Und ich finde es vermessen, darüber zu lachen. Die Leute haben eine gute Arbeit gemacht und dafür müssen sie gut bezahlt werden, egal ob Mann oder Frau. Und das wollen die Leute da draußen hören. Die brauchen einfach eine Perspektive. Fragen Sie doch mal junge Frauen, warum sie sich keine Kinder anschaffen zum Teil. Weil sie gehen von einer befristeten Arbeit zur anderen. Und auch wir hier im Landtag haben den Job und die Aufgabe, vernünftige Arbeitsplätze zu schaffen. Und ich denke, deswegen nützt es nichts, hier zu sagen, ich habe das gemacht, du hast das gemacht. Wir haben hier ganz konkrete Vorschläge gemacht. Die haben sie immer wieder abgelehnt. Machen wir schon, haben wir schon, brauchen wir nicht. Und das bringt uns im Land nicht weiter. Und ein letzter Punkt. Wir haben die ländlichen Regionen. Und da haben wir die Aufgabe, perspektivisch zu gucken. Wie können die Menschen, die dort sind, arbeiten? Ich nenne jetzt den Pflegeberuf, den Erzieherinnenberuf, auch die Schule. Die Frage ist, wie weit hat uns Konzentration
Konzentration gebracht? Konzentration von Angeboten. Ist das nicht perspektivisch viel teurer, als das, wenn ich hier eben beispielsweise in die Kreativwirtschaft investiere? Das hat man nicht gemacht. Unseren Antrag hat man nicht angenommen, sondern man hat es, wie man das hier so gerne macht, ins Lächerliche gezogen. Und gerade die Podiumsdiskussion hat gestern gezeigt, wie wichtig dieser Bereich ist, gerade für dieses Land. Raumpioniere wollen hierher. Wir können doch auch eine Strategie haben, junge Leute, kommt hierher ins Land, wenn ihr zum Beispiel Breitband habt, wenn ihr eine Mobilität habt, wenn ihr die Kita vor der Straße habt oder im Ort und wenn wir hier einfach eine Infrastruktur haben, wo man gerne lebt in diesem Land. Und Herr Sellering, ich bin wirklich 89 auf die Straße gegangen, um dieses Land mitzugestalten. Und ich glaube einfach, dass es verschiedene Wege gibt. Und ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, einen Politikstil zu haben, wo wir eben sagen, in den ländlichen Regionen auch Wirtschaft anzusiedeln, aber vielleicht eine andere Wirtschaft als die von Nestle oder von Schöller oder wie diese großen Konzerne heißen. Ich glaube, dass dieses Land kleinteilige Wirtschaft sehr gut braucht und wir müssen hier eine Diskussion in Gang setzen und eben Förderprogramme darauf ausrichten. Von daher danke für die Aussprache und ich denke, hier ist viel zu tun und ich hoffe, dass die Leute am 4. September eine gute Wahl treffen und demokratisch wählen. Danke. Das Wort hat der Abgeordnete Herr Köster von der Fraktion der NPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Renz, die Wirtschaftspolitik dieser Landesregierung, und das wissen Sie auch, erschöpft sich fast ausschließlich in der Ausreichung von Schecks. Und dann, wenn es die Möglichkeit gibt oder sogar die Pflicht, gestalten zu